Mein Name ist Jochen Auer, ich bin leitender Kreativtherapeut der Parkklinik Heiligenfeld und ich stelle jetzt die Gehmeditation vor. So, und zwar bei der Gehmeditation handelt es sich um eine ganz klassische buddhistische Gehmeditation nach Upa King, das war ein Meditationslehrer, ein berühmter Diploma. Und es geht darum, langsam und achtsam zu gehen, und zwar in einer gewissen Schrittfolge. Und die Schrittfolge ist deshalb wichtig, damit wir uns genau auf unsere Körperbewegungen achtsam konzentrieren können. Dazu stellen Sie sich mal hüftbreit hin. Und als erstes heben Sie von Ihrem rechten Fuß die Ferse, dann heben Sie Ihr Bein, dann strecken Sie Ihr Bein nach vorne, setzen zuerst die Ferse auf und danach den gesamten Fuß. Wenn die Fußsohle den Boden berührt, heben Sie als nächstes die Ferse des linken Fußes. Heben Ihr ganzes Bein, strecken das Bein nach vorne, setzen die Ferse auf und setzen die Fußsohle auf. Danach beginnen Sie wieder mit dem rechten Fuß. Ferse heben, Bein heben, Bein strecken, Ferse aufsetzen, Fußsohle aufsetzen. Das ist natürlich ein sehr schwieriger Prozess, den Sie hier machen, weil es geht darum, dass Sie sich genau auf diesen Bewegungsablauf konzentrieren. Und dabei kann es auch hilfreich sein, dass Sie sich selbst leise mit Ihrer Stimme vorsagen, wie Sie Ihre Körperteile, wie Sie Ihre Füße gerade bewegen. Sollte es nun so sein, das wird mit Sicherheit der Fall sein, dass Sie während der Bewegung etwas anderes denken oder gerade eben abgelenkt sind, dann geht es darum, dass Sie mal innehalten und das bemerken und wieder in einer freundlichen Weise zu sich selbst zurückkommen. Also, ich sage, Ferse heben, Bein strecken, Ferse aufsetzen, Fuß aufsetzen. Und dann könnten Sie bemerken, dass Sie gerade an etwas anderes gedacht haben, an die Zukunft oder an die Vergangenheit und natürlich auch vielleicht Sorgen damit verknüpft sind. Und Sie versuchen wieder zurückzukommen zu dieser Bewegungsabfolge. Machen Sie diese Bewegungsabfolge in dem Tempo, das für Sie richtig ist. Damit meine ich vor allem, dass Sie es natürlich so machen sollen, dass Sie nicht umfallen, sondern dass Sie auch stabil gehen können. Für Fortgeschrittene gibt es noch die Möglichkeit, es etwas schwieriger zu machen. Und zwar dahingehend, Sie machen Ihren Bewegungsablauf, Ferse heben, Bein heben, Bein strecken, Ferse aufsetzen. Wenn Sie jetzt bemerken, dass Sie an etwas anderes gerade gedacht haben oder warum auch immer abgelenkt waren, stoppen Sie und machen dann die umgekehrte Reihenfolge. Das bedeutet, Sie heben wieder das Bein, gehen wieder zurück mit Ihrem Bein, setzen es auf, setzen die Ferse auf. Ja. Und dann geht es rückwärts weiter. Ja. Und aufsetzen und zurück. Wenn Sie dann wieder bemerken, dass Sie an etwas anderes gedacht haben, und das kann sehr oft der Fall sein, dann gehen Sie wieder nach vorwärts. Ferse heben, Bein strecken, Ferse aufsetzen. Natürlich ist es so, dass diese Aufgabe sehr viel Konzentration erfordert und wir selbst oft uns unserer Bewegungen nicht bewusst sind und das ist teilweise auch anstrengend. Das bedeutet,
dass es auch wichtig ist, sich eine Pause zu gönnen. In der Pause kann man sich hinstellen und einfach nur wahrnehmen, wie sie dastehen, den Kontakt ihrer Füße zum Boden spüren. Wenn sie in der Natur sind, können sie auch mal beobachten, was gerade in der Natur ist. Sie können auch riechen, hören mit ihren Sinnen. Und nach dieser Pause können sie dann wieder mit der Schrittfolge weitermachen. Am besten üben Sie diese Praxis einmal im Tag, vielleicht 10 Minuten, vielleicht auch länger. Und Sie werden in wenigen Tagen feststellen, dass Sie dadurch wesentlich konzentrierter und entspannter in den Alltag.